Am Mittwoch trifft sich US-Präsident Joe Biden mit Chinas Präsident Xi Jinping in der US-Metropole San Francisco am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das Zusammenkommen ist äußerst brisant. Waren doch die Beziehungen der beiden rivalisierenden Supermächte zuletzt nicht gerade freundschaftlich. Nunmehr will sich Biden bei dem Treffen unter anderem um die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Streitkräften beider Länder bemühen. Solche Kommunikationskanäle sind laut Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan nötig, um, so wörtlich, Fehler, Fehleinschätzungen oder Missverständnisse zu vermeiden. Biden wolle angesichts der angespannten Beziehungen beider Länder sicherstellen, dass ihr Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt. Die beiden Präsidenten hatten sich zuletzt vor einem Jahr beim G20-Gipfel auf Bali getroffen. Seitdem haben sich die Beziehungen der beiden Länder deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt. Beide Staaten hatten sich in jüngster Zeit aber um eine Verbesserung des Verhältnisses bemüht. Allgemein ringen die USA und das zunehmend selbstbewusst auftretende China um globalen Einfluss, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Besonders groß sind die Spannungen im Zusammenhang mit Taiwan, das China als abtrünnige Provinz ansieht und sich notfalls mit Gewalt wieder einverleiben will.